l'Allemagne n'est pas stable. Je crois seulement dans la jeunesse. Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, les survivants préfèrent oublier, mais leurs enfants ont du mal à comprendre ces images. Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind. Sie verteilen Flugblätter, in denen ihre Lehrer als professorale Fachidioten bezeichnet werden. Uns interessiert speziell der politisch engagierte Film. Mit Filmkameraden agieren wir auch nur in einem anderen technisch-chemischen Verfahren. Sondern wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss. In Frankfurt am Main explodieren am 11. Mai 3 Bomben. In einem Bekennerschreiben verlangt die RAF eine Beendigung des Vietnamkriegs. Wir haben die Gewalt nicht erfunden. Wir haben sie vorgefunden. Alle Angeklagten stammen aus sogenannten geordneten Verhältnissen. Wie kommen sie zu ihrer Tat? Vor allem. La seule chose où l'Allemagne est vraiment sûre, c'est dans la jeunesse.